Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Datenfallen erkennen bei eurer Telefonziege. Lange her, dass wir über das Thema gesprochen haben. Seitdem gibt es viele Neuauflagen der bekannten Maschen, die ein oder andere neue und vielen Kram, der sich einfach nur immer wieder wiederholt. Aber wie sagt man in der Werbung so schön, je öfter man Leuten was vor die Nase knallt, desto eher kaufen sie's? Deswegen bin ich der Meinung, muss man den Leuten auch genauso auf die Aufklärung vor die Nase knallen, damit es sich im Hinterstübchen irgendwo einnistet, dass im Internet niemand etwas verschenkt, schon gar nicht irgendwelche Testpakete, wo völlig unbekannte Menschen plötzlich zu angeblich wertgeschätzten, hochgeschätzten und in Form von Produkten bezahlten Testern werden. Schauen wir uns an, wer sich hier erdreistet hat, Produkte und Markennamen von Milka sich zu klauen, sich als Milka auszugeben, und was sie damit erreichen, was sie bezwecken und was im schlimmsten Fall euer Schaden oder der Schaden von Menschen, die euch etwas bedeuten, sein kann. Ja, wie wir hier schon sehen, wunderbar designt in einem Pink, das überhaupt nicht zum Lila von Milka passt, drapiert mit ein paar Produkten, die es schon meiner Meinung nach ewig gibt, die man jetzt aber unbedingt testen muss, um herauszufinden, wie es den Leuten gefällt, macht man nicht, bevor man Produkte auf den Markt einführt. Man schmeißt blind Millionen für Entwicklung, Marketing, Produktdesign und Co. raus, schmeißt den Kram auf den Markt, wartet 3 Jahre, guckt sich nicht die Abverkaufszahlen aus den Supermärkten an und von den Großhändlern, sondern man fragt in diesem Fall 150 zufällige Idioten im Internet, die zufällig auf irgendeiner Pornoseite dieses Pop-up bekommen oder zu blöd waren, Google zu schreiben und dann Vogel geschrieben haben. Und zur Belohnung für so viel massenhafte Intelligenz dürft ihr jetzt Schokolade mit mir testen, ist doch klasse, oder? Gibt doch nichts Schöneres auf einen schönen Morgen als Schokolade. Zumindest, wenn man sie geschenkt bekommt. Gucken wir mal. Füllen Sie die kurze Umfrage von Milka. Guck mal, da behaupten sie schon, sie seien von Milka aus und bekommen sie wertvolle Preise. Geil, Tafel Schokolade, 1,19 Euro, blöd, voll viel Geld gespart. Krass. Super. Alleine schon, wie das geschrieben ist. Jeder, der so ein bisschen in Social Media unterwegs ist oder mein Werbeprospekt liest, der sieht, dass das hier irgendein Bekloppter geschrieben hat, der dringend irgendwie ein bisschen Geld von Menschen abzocken möchte. Keine Ahnung von vernünftigen Formulierungen, wie sie im Marketing, im Werbetechnischen irgendwie benutzt werden. Einfach so ein bisschen scheinseriös hingeschrieben und sich dabei einfach total blamiert. Ich wette, meine Datenfallen-Videos wurden teilweise dafür genutzt, um das zu verbessern von den Idioten. Sie haben es nicht hingekriegt. Lesen wir mal. Viele Menschen sind bereits zufrieden mit Produkten von Milka. Ausrufezeichen. Sehr selten verwenden Firmen überhaupt Ausrufezeichen in Werbung, weil es als bedrängend und so, bäh, da hast du angesehen wird. Es ist eher subtil und unterschwellig. Aber die machen das hier trotzdem, weil die haben von sowas natürlich keine Ahnung. Das sind ehrenlose Figuren, die nie einen Beruf, ein Handwerk gelernt oder eine Schule besucht haben. Wir suchen Menschen, die unsere Produkte einschätzen und probieren. Bullshit! Deshalb haben wir 150 Sets vorbereitet. Nächstes fettes Ausrufezeichen. Hier steht 150 Sets. Im nächsten Satz steht jeder, der die Umfrage beantwortet. Also eigentlich sagt man ja, an einer Umfrage teilnehmen und nicht eine Umfrage beantworten. Bekommt ein Paket mit Leckereien von Milka. Nächstes Ausrufezeichen. Beantworten Sie unbedingt unsere Umfrage. Ausrufezeichen. Bitte, bitte, bitte. Wir sind ein riesengroßer Konzern mit Millionen und Abermillionen Umsatz, aber wir brauchen dich unbedeutendes Kretin aus dem Internet, das uns unbedingt seine Meinung sagt. Nur nochmal zur Klarstellung. Ich weiß, dass das nicht die Milka ist, bevor mich Milka jetzt verklagt. Und jetzt kommen diese absolut legitimen, geilen Fragen. Das ist wie wenn du damals RTL geguckt hast. Welche Farbe hat die Sonne? Gelb? Schwarz? Jetzt anrufen, 1,99 Euro pro Anruf. Ungefähr so ist das hier. Haben Sie schon einmal Produkte von Milka probiert? Natürlich nicht. Welchen Geschmack bevorzugen Sie? Ich habe gerade gesagt, ich habe den Scheiß noch nie gegessen. Was nehmen wir denn? Schokolade Latte, Dimitri mag Latten. Guck mal, ich habe gesagt, ich habe den Kram noch nie probiert, aber mir schmeckt das am besten. Dafür kriege ich 2 Häkchen und jetzt bekomme ich ein Geschenk dafür. Jetzt wollen die natürlich erstmal hier die Einverständnis, dass sie mir Pop-Ups schicken dürfen. DE2YourChocolateDream.com, das hört sich total nach Milka an, das wollen wir natürlich nicht sehen. Werde Milka-Produkttester und bekomme alle neuen Produkte gratis.
Guck mal. Nächste Seite. Sieht von den Farben her schon ein bisschen besser aus. Und hier ist jetzt wieder dieses tolle Ding. Du hast noch 30 Sekunden Zeit, hier deine ganzen Daten einzugeben, damit wird Druck auf die Menschen aufgebaut, nicht weiter darüber nachzudenken. Man sagt ja, man prüfe jedes Angebot, es könnte das Beste des Lebens sein. Hier hast du keine Möglichkeit zu prüfen, wenn du denkst, da ist wirklich was dahinter. Gibst du deine Daten ein, guckst du nicht weiter nach, weil hier gibst du dann eben das Einverständnis für Sponsoren und Co. Normal ist das Sponsorendingens in einer anderen Farbe, dass man sieht, dass man das anklicken kann. Ist hier jetzt natürlich nicht der Fall. Und damit natürlich jetzt keiner auf die Idee kommt zu gucken, dass das hier ein Gewinnspiel einer Firma aus Großbritannien ist, die hinterher noch dazu schreibt, dass sie natürlich in keiner geschäftlichen Beziehung mit denen stehen und das auch nicht davon kommt. Aber hier oben steht, wer der Milka-Produkttester. Schauen wir mal, wer da dahinter steckt. Natürlich aus Singapur. Doch schön! Singapur sammelt Fotodaten, Kundendaten aus Deutschland und iStock-Foto natürlich benutzt. So, warum machen die das? Geld. Die kriegen von den Sponsoren hier, für uns interessant ist Telefon, Post, Geld dafür, dass sie Kundendaten einsammeln. Das heißt, die Sponsoren legen ein Schweinegeld dafür hin, dass diese Typen mit zwielichtigen Methoden Kundendaten beschaffen und denen verkaufen. Hier haben wir natürlich gleich wieder irgend so was Unaussprechliches aus, wie ich immer so schön frage: Wie ist das Wetter in Antalya? Strom- und Energieangebote aus der Türkei. Kommunikationszweck, Telefon. Das ist einfach so. Das ist ein Fakt, ganz einfach, dass die aus der Türkei anrufen. Auch wenn mir die Leute immer wieder ganz böse drüber sind, dass ich das immer wieder explizit erwähne. Es ist nicht wertend, es ist einfach ein Fakt. So wie ich sage, das Wasser ist nass, die Sonne ist heiß. Rufen Strombetrüger aus der Türkei an. Versicherungsgeneralagentur. Printmedien, Geschäftsbereich Telefonwerbung, hätte ich jetzt nicht gedacht. Die Ergo ist mit dabei. Badenova ist mit dabei, kennen wir die ja auch. Deutsche Kapitalinvest. Oh, guck mal. Kennen wir die nicht? 4D Marketing. Spätestens jetzt müsste jeder wissen, dass sich diese Sponsoren hier teilweise aus Schwerstkriminellen zusammensetzen. Die haben mir mehrmals mit dem Tod gedroht am Telefon. Und diese Firma, die sich hier als Milka bezeichnet, arbeitet mit solchen Figuren zusammen. Und dann geht's eben weiter hier. Da die nächsten aus Istanbul mit Zeitschriften. Abogewinnung Lotto. Auch aus der Türkei. Nürnberger Versicherung, das kennen wir ja auch schon seit Kai-Uwe Mayer mit den Nürnberger Versicherungen. Lead Group, Automobilservice Europa, Century Bees hier, Dinner for Dogs, die schon hunderttausende Euro Strafe gekriegt haben für genau sowas. All diesen Leuten gebt ihr euer Einverständnis, vermeintlich legitimes, bei euch anzurufen, wenn ihr hier mitmacht. Jetzt denkt ihr bestimmt, können wir ja gar nicht mehr, die Uhr ist abgelaufen. Nun. Das geht trotzdem. Ist nur ein billiger Trick. Hody McSackschweiß wird sich da bestimmt gerne einmal eintragen. Und jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. Guck mal, jetzt ist der Timer resettet, weil ich hier ein Datum eingegeben habe und weil ich hier den Klick nicht gemacht habe. Das ist jetzt natürlich nur zu Dokumentationszwecken. 1933 nehmen die schon nicht mehr. So, jetzt fragen Sie dich noch nach Daten. Da geben wir jetzt auch irgendetwas ein. Und natürlich werden die Gewinner telefonisch benachrichtigt und natürlich brauchen die vermeintlich eine Mobilfunknummer, weil das ist natürlich besser, wenn man die Leute unterwegs erreichen kann. Nehmen wir Herr Maulwurfs Adresse in Baden-Baden. Irgendeine random generierte Telefonnummer. Und jetzt geht's weiter. Jetzt Fragen beantworten und Gewinnchance sichern und die Teilnahme zu bestätigen, müssen Sie Stufe 4 erreichen. Bei 3 sind wir schon. Macht den Leuten dann so ein bisschen, ja, du hast das gleich geschafft. Was trifft auf Sie zu? Ich rauche, ich rauche, ich rauche nicht.
Und da jetzt ja angibst, versuchen sie dir irgendwelche E-Zigaretten im Abo anzudrehen. Lesen sie gerne. Ja, manchmal. Ein Nein gibt es nicht. Das ist der Hinweis darauf, dass du Anrufe kriegen wirst mit Zeitschriften. 80% aller Haushalte in Deutschland zahlen zu viel für ihren Strom. Wollen auch sie endlich weniger für ihren Strom bezahlen und dafür Lügenmärchen aus Antalya hören? Ja, natürlich. Und dann geht es weiter mit Zahnzusatzversicherung. Dann geht es weiter mit Dinner for Dogs oder Dinner for Cats. Sterbegeldversicherung. Hier so ein Dingens, wo du irgendwelche Pünktchen dafür kriegst, dass du deine Meinung sagst. Ja, hier, guck mal, das ist der Input für Automobilservice Europa. Ja, Kosten ums Auto senken, dann rufen sie dich an. Hier, Mitgliedschaftskarte für 60 € im Monat, dafür kriegst du dies, dafür kriegst du das. Rentenmillionär. Dann rufen sie dich an, sie haben ja unsere Frage beantwortet. Hier sammeln sie noch ein bisschen Input für ihre Stromanrufe. Pflegestufe-Abfrage, da rufen sie dich dann auch an wegen ihren Pflegepaketen. Das ist so semi-seriös, aber ihr seht, auf welchen Seiten diese, selbst die, ich sag jetzt einfach mal seriösen Firmen, weil die sind keine Betrüger, aber mit welchen Leuten die zusammenarbeiten, um an Datensätze heranzukommen, an welche die mit der bosnischen Mafia und 4D-Marketing zusammenarbeiten, irgendwo in Paraguay sitzen, behaupten, sie wären von Milka. Und diese Unternehmen werden dadurch finanziert, dass Unternehmen bei denen Werbung schalten. Und die Unternehmen bezahlen im Anschluss noch für jeden Datensatz, der über diese Nummer reinkommt. Das heißt, im Endeffekt, jeder, der hier drin steht, finanziert durch seine Arbeit Kriminelle. So einfach ist das. Hier schon mal ein Vorgucken, wie viel könnten wir dem abziehen für die Zahnzusatzversicherung. Ha, 550 €, natürlich, klar. Kostenlos Ihre Lieblingszeitschrift testen. Was dann passiert, brauche ich euch gar nicht sagen. Kostenlose Leseprobe Ihrer regionalen Tageszeitung. Das habe ich mal getestet. Die kommt wirklich. Und kommt danach auch nicht weiter automatisch, aber es ist halt trotzdem, dass eben auch die ganzen Verlage damit im Endeffekt diesen Scheißdreck bezahlen. Und hier kommt die Mastercard. Dann würden wir das jetzt alles anklicken, würden das abschicken. Dann kommt noch eine E-Mail, die du vermeintlich bestätigen musst, um ein sogenanntes Opt-in, also dein Einverständnis zu dem zu erklären, dass die dich überhaupt anrufen dürfen. Ich und viele andere Scambaiter und Callcenter-Jäger haben das tausende Mal getestet. Selbst wenn du diese E-Mail ungelesen löscht, die rufen dich trotzdem an, weil der ganze Scheiß, den die da machen, ist sowieso hochgradig unseriös. Wenn interessiert's dann, ob sie dich anrufen dürfen. Das ist völlig scheißegal. Und das ist das Einfalltor für nicht endenden Telefonterror, für Abzocke, für Verarsche, bis hin zum Identitätsdiebstahl, der viele Menschen schon in die Armut oder zu Schlimmerem getrieben hat. Das war jetzt ein Beispiel, wie das mit Produkttesten vermeintlichem von Milka ablaufen kann. Liebe Grüße an Milka, schnappt euch diese Idioten mal. Wird wahrscheinlich schwierig ranzukommen sein, aber ihr schafft das eher als eine kleine Community von verrückten Ziegen. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, von euch fällt da niemals jemand drauf rein.